Was sind jetzt die Schlussfolgerungen und die nächsten Aufgaben, mit denen wir uns zu stellen haben? Und wir haben als Parteivorstand unseren Freunden in Rheinland-Pfalz und in Baden-Württemberg unseren Dank ausgesprochen für diesen engagierten Wahlkampf. Ich weiß nicht, ob jemand von Ihnen auch in den Bundesländern zufällig mal vor Ort war. Es sind sehr viele Veranstaltungen, Infostände durchgeführt worden. Und es ist ja eine hohe Herausforderung, in einem Flächenland auch alle Ortschaften zu erreichen. Das ist auch auf Grundlage der personellen Decke der Partei dort nicht immer ganz einfach. Und darum ist es eine der wichtigsten Schlussfolgerungen, die wir auch aus dem Ergebnis ziehen, dass wir die Landesverbände unterstützen wollen beim weiteren Aufbau der Partei und bei der Unterstützung oder Stärkung der personellen Basis. Und wir haben ja gesehen, wenn wir auch die Ergebnisse anderer Parteien analysieren, wird ja jetzt viel über die Erfolge der Grünen gesprochen. Und die Grünen haben ja in Baden-Württemberg eine kommunalpolitische Verwurzelung, wie sie die Linken im Osten haben, in vielen in den ostdeutschen Bundesländern. Das heißt, wir müssen hier auch diese Basis gemeinsam versuchen zu stärken. Wir haben ja auch die Frage, die uns von vielen gestellt wird, besprochen, wie ist das nun, was bedeutet das für die Gesamtpartei und die Entwicklung der Partei in den westdeutschen Bundesländern? Wir haben in beiden Landesverbänden gesehen, dass im Wahlkampf sehr engagiert gekämpft wurde, dass auch neue Mitglieder gewonnen wurden. Und unsere Aufgabe ist es natürlich jetzt, diese Menschen auch zu halten bei unserer Partei und mit Ihnen gemeinsam uns vorzubereiten auf die nächsten Wahlen, denn die Vorbereitung eines Landtagswahlkampfes ist eine sehr langfristige Angelegenheit. Oskar Lafontaine hat ja genauso wie Gregor Gysi auch in den beiden Ländern eine hervorragende Rolle in den Wahlkämpfen gespielt. Sie hatten sehr, sehr viele Auftritte und Oskar Lafontaine hat für unsere Partei quasi die Tür in den Westen geöffnet und diese Tür muss nur so offen gehalten werden und die Basis muss auch entwickelt werden. Und wenn wir nochmal einen Punkt nehmen, was die Grünen betrifft, die sich dort ja gerade in Baden-Württemberg seit vielen Jahren auch verankert haben und wir ihr Ergebnis sehen, haben sie ein Ergebnis erreicht, was sie auch, als sie Oskar Fischer ja quasi alleiniger Vorturner war, niemals erreicht haben. Das nur als eine kleine Randbemerkung. Wichtig ist für uns, dass wir unsere Kompetenzen, die wir schon entwickelt haben auf Bundesebene und in anderen Landesverbänden, auch stärken und gemeinsam über auch die Landesgrenzen hinweg, die Bundesländergrenzen hinweg, die Partei stärken. Wir sind jetzt in 13 von 16 Landtagen, also in 7 westdeutschen Landtagen. Wir hätten gern 2 Erfolge heute verkündet. Das ist ja auch deutlich, dass wir das Wahlziel nicht erreicht haben, einzuziehen. Und wichtig ist weiterhin für uns, Klaus Ernst sprach es schon an, dass wir auch in Zukunft sehr klar unterscheidbar sind von anderen Parteien, denn die Menschen, die uns wählen, sollen, wollen, müssen wissen, dass sie etwas anderes wählen als eine andere schon vorhandene Partei. Letzte Bemerkung. Wir hatten ja im Zuge der Vorbereitung auf die Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg nicht unbeachtet gelassen, dass wir auch in Kommunalwahlen hatten in Hessen und eine Abstimmung über die Schuldenbremse. In Hessen konnten wir noch nicht alle Ergebnisse analysieren, aber wir konnten an vielen Orten feststellen, dass wir zugelegt haben. Aber die ganz entscheidende Frage ist für uns, dass wir ja als einzige Partei gegen die Aufnahme der Schuldenbremse in die Verfassung uns ausgesprochen haben und auch im Rahmen der Wahlauseinandersetzung das sehr deutlich gemacht haben und dass sich 30% der Bürgerinnen und Bürger in Hessen, also die sich an der Wahl beteiligt haben, natürlich gegen die Aufnahme der Schuldenbremse in die Landesverfassung ausgesprochen haben, halten wir für ausgesprochen gut, halten wir für ausgesprochen auch Ermutigung für unsere Arbeit dort vor Ort, sowohl im Landesparlament, im Hessischen Landtag als auch kommunal. Danke, Roland Hamm.